Prophetische Warnung. 24. August 2024. Eine massive Heilungssalbung. Kommt nach Südkorea. Der Herr hat mir auch den Heilungsgottesdienst gezeigt. Ich habe einen Heilungsgottesdienst gesehen, einige von den Heilungsgottesdiensten dort draußen. Und in einem von ihnen, ich kann das hier beschreiben, es sieht so aus, als wenn es innen in einem Kolosseum ist oder es passiert in der Nacht. Es ist innen in einem Kolosseum, das bedeutet, ein geschlossenes Stadium mit einem Dach überdacht oder es passiert in der Nacht. Denn ich sehe Licht. Dies sind entwickelte Nationen und nun ihre Treffen sind auch in einem Kolosseum innen drinnen wegen dem Wetter. Und nun, in einem von den Heilungsgottesdiensten, der exakte Moment, wenn der Herr uns hineinbringt in das Treffen hinein, in den Heilungsgottesdienst, in diesem exakten Moment, zwei Leute stehen auf. Die Herrlichkeit des Herrn schlägt auf das Treffen. Und zwei Krüppel stehen auf in dieser Richtung. Und ich kann euch beschreiben, derjenige, der ein Junge, also ein Mann ist, seine ganze linke Seite war verkrüppelt, Hände und beides, also Hand und Bein. Und dann, nun, der Herr stärkt die Hand und das Bein wird gestärkt von dem Herrn. Und dann, die Hand ist so, dort wo ich stehe, kann ich sehen, dass der Daumen hoch ist und er ist stark jetzt. Und die Hand ist jetzt stark, aber sie ist immer noch nach außen gedreht. Und das Bein ist stark und er ist aufgestanden und ich werde hier beschreiben und dann geht er so geht er dort und da gibt es auch ein Mädchen, welches verkrüppelt ist und ihm auch nachfolgt. Und dann zu der gleichen Zeit auf dieser anderen Seite gibt es einen Krüppel. Ich weiß nicht, ob es ein Mädchen oder eine Frau ist. Sie steht auf und sie geht los. Sie hat einige Blumen, so vielleicht dunkelblaue Blumen auf dem Kleid und so geht sie ungefähr. Sie versucht so zu balancieren. So geht sie und ich gehe mit ihr, ich wandle mit ihr. Und dann gibt es auch einen jungen Mann, der ist auch verkrüppelt und steht auf und geht los. Und nun, dies ist sehr ernst. Sehr, sehr ernst. Nun, ich habe einige der Heilungsgottesdienste dort gesehen, die Treffen, die dort stattfinden werden. Und nun, der Herr zu dieser Zeit liebt er Südkorea. Bereitet den Weg vor. Der Messias kommt. Buße TV.